Guten Morgen. Es gehört wirklich ein Stück zur Bildung, was über Hypnose zu wissen. Was ist das? Ausgangspunkt war in meinem gestrigen Video die Angstflüsterer, die Flüsterer könnte man auch sagen. Da ging eine lebhafte Diskussion über Hypnose los und viele kennen sich damit aus, das ist auch gut. Und kurz gesagt hat es zum Beispiel Sinclair ZX81, ne, das war übrigens ein Name eines frühen Computers aus den 80ern. Naja, schön. Meiner Meinung nach fängt Hypnose dort an, wo der Verstand aufhört. Ja, richtig. Ich komme gleich dazu, ich sage gleich warum. Aber weshalb ich mich jetzt doch gemüßigt fühle, einfach mal damit aufzuräumen, ist zum Beispiel Yvonne H. Durch Hypnose öffnet man sich dunklen Mächten, damit ist nicht zu spaßen und so weiter und so fort. Also da gibt es viele derartige Meinungen, die glauben, diese Leute, ja, das ist eine landläufige Meinung. Das ist so Huhu und Haha und damit kann man jemanden zu sonst was bringen und so weiter und so fort. Damit ich nicht nochmal alles aufschreiben muss, denn ich habe es bereits geschrieben in dem anderen Buch, Die Schülerflüsterer. Ganz kurz, lehnt euch zurück. Ich lese mal vor, ich zitiere daraus: Entmystifizierung der Hypnose. Um die Geschichte der Hypnose kennenzulernen, kauft sich wohl niemand so ein Buch. Ich meine jetzt hier dieses, Die Schülerflüsterer. Das wäre schade um Zeit und Geld. Ich möchte Sie darum nicht mit einer langweiligen Darstellung der Geschichte langweilen. Ich kann Sie aber dessen versichern, dass Hypnose, grob gesagt, nur das Hervorrufen und Aufrechterhalten eines besonderen Bewusstseinszustandes ist. Doch, was ist das Besondere? Machen Sie einen kurzen Selbstversuch. Es kann nichts Schlimmes dabei passieren. Versprochen. Das Einzige, was ich nun von Ihnen möchte, ist, dass Sie sich an eine bestimmte Situation erinnern. Vielleicht war es eine Situation, die so aussah. Sie saßen mit mehreren Menschen zusammen, man unterhielt sich, Sie waren gerade nicht voll dabei. Plötzlich wurden Sie von jemandem gefragt, was Sie dazu meinten. Dabei waren Sie völlig überrascht, weil Sie nicht mehr wussten, worum es ging. Vielleicht waren auch urplötzlich all die Geräusche der anderen Leute wieder da, die vorher in den Hintergrund gerückt schienen. Oder vielleicht war es auch so eine Situation. Sie fuhren mit dem Auto. Vielleicht war es eine alltägliche und gewohnte Strecke. Auf einmal waren sie völlig überrascht und vielleicht auch erschrocken, dass sie schon eine gewisse Strecke gefahren waren, aber ohne zu wissen, was auf dieser Strecke passierte. Wenn Sie sich solcher Situationen erinnern konnten, ist der Versuch schon geglückt. Machen Sie eine kurze Lesepause und erinnern sich nochmals daran. Kann sein, dass es komisch war damals oder es war einfach nur peinlich oder war es nur überraschend. Das ist Ihre private Angelegenheit. Wenn Sie sich nicht erinnern konnten, lesen Sie einfach weiter, denn wahrscheinlich erinnern Sie sich etwas später. Das ist ganz in Ordnung und völlig normal. Gut, genau zu solchen besonderen Bewusstseinszuständen sagt man Alltagstrance. Und Hypnose kann solche Trancen hervorrufen, verlängern und verstärken. Das ist nicht schlimm oder schädlich, sondern es lässt uns einfach mehr Spielraum zum Erinnern oder zum Nachdenken oder zum Lösen kniffliger Fragen oder gar zum Erfinden oder was immer Sie wollen. Jeder kennt solche Situationen und diese Momente haben uns sogar geholfen. Plötzlich fällt einem ein Name wieder ein oder ein Begriff, den man schon vergessen glaubte. Was genau steckt dahinter? Bevor wir zur Antwort auf diese Frage kommen, teilen wir unser Gehirn gedanklich in zwei Hälften. Nicht physisch, sondern wie folgt. Bewusstsein und Unterbewusstsein. Zu Anfang machen wir wieder ein Experiment. Erinnern Sie sich bitte der Namen Ihrer Mitschüler der ersten Klasse. Sie müssen nicht alle aufzählen können. Einige Namen genügen. Sehen Sie die Gesichter vor sich? Können Sie einige Namen aufzählen? Nein? Nicht mal einen einzigen? Das ist aber schwach.
Glauben Sie? Nein, das ist ganz in Ordnung und kein Problem. Namen, Gesichter. Wie hieß Ihre Lehrerin der ersten Klasse? Oder war es ein Lehrer? Sie wissen es? Gut. Sie wissen es nicht? Auch gut. Lassen wir das erst einmal. Errechnen Sie nun die Differenz aus 14 und 5. Anders gesagt, rechnen Sie 14 minus 5. Das Ergebnis ist 9. Gut. Nun errechnen Sie kurz die Ergebnisse der folgenden Aufgaben. 23 mal 4. 325 geteilt durch 5. 25 plus 72. Anmerkung, tun Sie es jetzt wirklich mal. Halten Sie das Video mal ganz kurz an. Rechnen Sie mal 23 mal 4, 325 durch 5, 25 plus 72. So, und wenn Sie es ausgerechnet haben, dann machen Sie das Video wieder an. Gut, Sie haben das soeben mit Ihrem Bewusstsein getan. Sie haben ganz bewusst, sage ich jetzt dazu, weil ein Ausrufezeichen dahinter ist. Nochmal, Sie haben bewusst an einem Problem gearbeitet, im Hier und Jetzt. Aber was ist mit den Namen? Auch hier haben Sie es mit Ihrem bewussten Verstand versucht, sich an die Namen zu erinnern. Vielleicht war es schwer, zugegeben. Man vergisst so vieles im Leben und plötzlich ist es wieder da. Ich sage es jetzt schon ganz offen. Denn Geheimnisse habe ich nicht. Sie haben Ihrem Unterbewusstsein eine Aufgabe gegeben. Ihr Unterbewusstsein arbeitet daran, ganz autonom. Und vielleicht haben Sie bereits beim Lesen der letzten paar Zeilen den ersten Namen erinnert. Vielleicht kommt die Erinnerung auch erst in ein paar Tagen oder schon eher in ein paar Stunden, in einigen Minuten. Man denkt oft gar nicht mehr über eine Frage nach und doch wird sie beantwortet. Urplötzlich und überraschend. Ihr Unterbewusstsein hat für Sie gearbeitet, ganz still und im Hintergrund. Einstein soll einmal gesagt haben, dass er nur 6% seiner Gehirnkapazität ausnutzte. Seither wird eine ähnliche Ansicht vertreten, nämlich, dass wir Menschen rund 10% ausnutzen. Ich wage hier zu behaupten, dass das nur für den bewussten Teil unseres Verstandes zutrifft. Unser Unbewusstes hat Zugriff auf die restlichen 90% unserer Möglichkeiten. Und derer bedient es sich gern, wenn es darf. Wie war das? Wenn es darf? Ja, wenn das Bewusstsein es erlaubt. Dazu gleich mehr. Was ist nun das Bewusstsein und was ist das Unterbewusstsein? Lassen Sie es mich auf diese Art sagen. Wenn Sie die Straße oder einen Weg entlang gehen, denken Sie dann bei jedem einzelnen Schritt über den Schritt selbst nach? Denken Sie an das Bewegen der Unterschenkel oder der Füße? Denken Sie über die Balance beim Gehen nach? Wohl nicht. Eher interessieren Sie sich für den Weg und alles, was darum ist. Vielleicht sind es die Schaufenster, die Menschen, der Straßenverkehr oder Sie unterhalten sich angeregt beim Gehen mit jemandem, möglicherweise auch per Handy. Oder Sie spazieren gedankenverloren den Weg entlang. Ich weiß es nicht. Sie wissen es. Das genügt vollkommen. Und nun stellen Sie sich bitte vor, dass es über Ihnen laut rumpelt oder kracht. Sie werden ohne weitere Gedanken über die Ursache des Geräusches zur Seite springen oder Ihre Hände schützend über Ihren Kopf halten. Oder stellen Sie sich vor, Ihr Gesprächspartner scheint zu lügen und Sie haben so ein Gefühl im Bauch, so ein Gefühl, was Ihnen vermittelt, dass Sie dem anderen misstrauen sollten. Sie können sich auch vorstellen, dass es plötzlich irgendwie gruselig wird, währenddessen Sie den Weg so gedankenverloren entlang gehen. Oder es scheint Sie jemand zu verfolgen. Sie wissen das alles nicht. Schon gar nicht wissen Sie es genau, sondern Sie haben so ein komisches Gefühl, einen Instinkt vielleicht. Diesem Gedankenmodell folgend lenkt ein Teil unseres Gehirns aufgrund vieler, vieler Erfahrungen unsere Schritte, unsere Bewegungen, unser Fühlen
und dementsprechendes Verhalten. Und dieser Teil scheint immer im Hintergrund aktiv zu sein. Und er schützt uns auch, indem er uns rasch handeln lässt, ducken, wegspringen. Oder indem er uns per komischen Gefühls warnt oder uns mit dem Bauch entscheiden lässt. Und dieser Teil verfügt über die Erfahrungen unseres gesamten Lebens. Aber diese Erfahrungen, die alle nur einmal kurz in unserem Kurzzeitgedächtnis gespeichert schienen, sind doch gesammelt worden zu sein. Nur sind sie für unseren wachen Verstand nicht direkt abrufbar, denn unser wacher Verstand, also unser Bewusstsein, hat den Tag über viel mehr zu tun. Da würde die direkte Präsenz aller Erinnerungen und Erfahrungen stören. Der Teil unseres Gehirns, der uns schützt und unbewusst handeln, nachdenken, fühlen lässt, dieser Teil ist das Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein verarbeitet Informationen, die wir bewusst nicht wahrnehmen. Und das Unterbewusstsein ist klug. Es ist sogar viel klüger als das Bewusstsein. Es arbeitet im Hintergrund parallel zum Bewusstsein mit. Es ist fast ständig mehr oder weniger beschäftigt. Faszinierend, nicht wahr? Was zwar auch ganz natürlich, aber sehr schade ist, das Bewusstsein kann aufgrund erlernter oder in anderen Fällen auch eingebildeter Beschränkungen die Arbeit des Unterbewusstseins erheblich behindern und bremsen. Das war es, was ich meinte mit dem Satz, wenn es darf. Das Unterbewusstsein, Anmerkung, wenn es nachdenken darf. Wenn wir am helllichten Tag träumen, dann ist unser Bewusstsein vielleicht gerade stark beschäftigt oder es ruht aus. Genauso ist es in der Nacht. Das Unterbewusstsein arbeitet, löst Probleme oder Aufgaben. Es verarbeitet Tageserlebnisse, während das Bewusstsein schläft und ausruht. Jeder kennt die Redewendung. Erstmal darüber schlafen, dann sieht die Welt schon anders aus. Oder der Morgen ist klüger als der Abend. Nun wieder zum Begriff Hypnose zurück. Pardon. Die Hypnose ist eine Art künstlich verlängerter und verstärkter Tagtraum, währenddessen unserem Unterbewusstsein die Möglichkeit zu intensiver Arbeit gegeben wird. Diesen Zustand werde ich fürderhin als Trance bezeichnen. Ereignisse wie Handlevitation, Altersregression, Amnesie und so weiter sind vereinfacht gesagt nur Ausdrücke dessen, dass das Unterbewusstsein gerade verstärkt arbeitet. Sie sind sozusagen ein interessanter und je nach Situation nützlicher Nebeneffekt. Darauf kommen wir aber auch noch zurück. Gut, nun zurück zu Ihnen selbst. Beantworten Sie das Folgende für sich. Haben Sie beim Lesen, in diesem Fall beim Zuhören, Ihr rechtes Bein vergessen? Haben Sie Ihre Füße vergessen? Haben Sie überhaupt daran gedacht, dass Sie Füße haben? Haben Sie vielleicht Ihre Füße die ganze Zeit über bewegt? Oder haben Sie die Beine so sehr übereinander geschlagen, dass Sie jetzt diese Stellung der Beine ändern wollen? Wollen Sie gerade tief einatmen, wenn Sie gleich die Seite umschlagen? Warum ich so viele Fragen stelle? Nun, ich weiß wirklich nicht, wie Sie gerade gesessen haben und was Sie gerade fühlten. Darum lasse ich Ihnen mehrere Möglichkeiten. Irgendeine wird schon passen. Und auch dazu bald mehr. Und das wird sehr spannend. Nun wird es Zeit, eine weitere wichtige Frage zu beantworten. Die Grenzen der Hypnose und Missbrauch. Ja, Hypnose hat Grenzen. Und man kann sie missbrauchen. In meinen Augen ist es verwerflich, Menschen auf einer Bühne zu hypnotisieren, um sie dann öffentlich zu veralbern. Auch weiß man, dass hypnotisierte Menschen, die auf so einer Bühne hypnotisiert, hart wie ein Brett zwischen zwei Stühlen gelegen haben, nach einiger Zeit über unerklärliche Rückenbeschwerden klagten. Aber genau dieses Beispiel zeigt auch, dass es ein geschickter Hypnotiseur schaffen kann, ungeahnte Kraftreserven eines Menschen zu mobilisieren. Ebenso ist es möglich, Schmerz auszuschalten oder jemanden zur vorübergehenden Unbeweglichkeit zu verdammen, psychosomatische Störungen zu korrigieren und vieles mehr.
Es ist aber glücklicherweise nahezu unmöglich, einen nicht-kriminellen Menschen mittels Hypnose zu verwerflichen oder überhaupt schädigenden Handlungen anzustiften. Das konnte in vielen klinischen Studien bewiesen, als Versuchen bewiesen werden und ist auch leicht erklärbar. Wenn man bedenkt, dass unser Unterbewusstsein fast alle unsere Lebenserfahrungen gespeichert hält und wenn die Gesamtheit dieser Erfahrungen eines Nicht-Kriminellen auch die feste Überzeugung widerspiegelt, anständig zu leben, ist diese wichtige Grenze der Hypnose leicht erklärbar. Es gibt noch mehrere Grenzen. Gut, lassen wir es bis dahin sein. Das sind jetzt 15 Minuten gewesen. Für mich verging die Zeit relativ schnell. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei ging. Aber ich glaube, wir können jetzt mit solchen, ich möchte nicht albernen dazu sagen, aber mit solchen landläufigen Vorstellungen über Hypnose wirklich aufräumen. Was das alles mit IQ ist nichts und Unbildung alles zu tun hat, diese Frage können Sie sich wahrscheinlich selbst beantworten. Auf jeden Fall bleibt es dabei, Bildung hilft gegen alles. Deswegen macht was. Aber macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.